Bisher hat die Türkei schon am Anfang des syrischen Bürgerkrieges sowohl den IS als auch die Al-Nusra-Front und andere islamistische Gruppen in der FSA unterstützt, um sie stark zu machen gegen Assad. Und daran hatte sich bis vor kurzem und hat sich wahrscheinlich im Moment immer noch nichts geändert. Nun hat die türkische Regierung ja nicht nur Stellungen des IS-Terrormiliz bombardiert, sondern auch kurdische Stellungen der PKK, also gerade jener Gruppe, die bisher am entschiedensten gegen den IS vorgegangen ist. Wie rechtfertigt sich denn dieses Verhalten, sowohl gegenüber der eigenen als auch gegenüber der Weltöffentlichkeit? Ich beginne mal von hinten. Gegenüber der Weltöffentlichkeit rechtfertigt die Türkei diese Angriffe damit, dass sie nun gegen den IS vorgeht. Das tut sie natürlich in der Tat offen, aber verdeckt tut sie das nicht wirklich. Sie greift nur wenige Stellungen des IS an. Dafür greift sie mehrere Stellen und auch sowohl im Kandilgebirge als auch im Osten der Türkei Stellung der PKK, der HTG an. Und es gab auch Meldungen, dass sie sogar YPG-Stellungen angegriffen haben, wo auch FSAler verletzt worden sind. Und es gibt zahlreiche Verhaftungen, es gibt eine regelrechte Verhaftungswelle. Jetzt hat sich die Zahl auf ungefähr 1300 politische Aktivisten und Aktivisten erhöht. Und Sie können sicher sein, dass nur ein kleiner Bruchteil IS-Anhänger sind. Der größte Teil von diesen Menschen sind Leute, von denen gemutmaßt wird, dass sie PKK-Anhängerinnen und Anhänger sind oder HDP-Aktivisten und Aktivisten sind. Kritiker und Kritikerinnen vermuten schon lange, dass die AKP den Kampf gegen den IS als Vorwand dafür nutzen könnte, eine Pufferzone zu errichten, um das Projekt Rojava zu zerschlagen. Wird diese Annahme nun Wirklichkeit werden? Also diese Annahme ist eine Annahme, die sich immer mehr und mehr bestätigt. Die wurde schon von Anfang geäußert. Es gibt sogar Mutmaßungen, dass die zwei Polizisten, die nach dem Anschlag in Suruç getötet worden sind, dass die auch mit dem IS schon vorher kooperiert haben, dass der türkische Geheimdienst davon Bescheid wusste. All diese Mutmaßungen gibt es. Was bedeutet das nun für die türkische Bevölkerung, für die Kurdinnen und Kurden, für die Türken und alle anderen Bevölkerungsgruppen? Das bedeutet, dass die AKP jetzt sich für den Wahlerfolg der HDP an der gesamten Bevölkerung rächt. Denn bei den Wahlen hat sich die türkische Bevölkerung, also alle Völker in der Türkei, haben sich gegen die Pläne Erdogans entschieden, haben sich gegen den Plan Erdogans ein Sultanat zu errichten entschieden und dafür rächt sich Erdogan jetzt. Das bedeutet, er greift die Dörfer an, er verbrennt Wälder, er greift die Guerilla an, er verhaftet alle Politikerinnen und Politiker, die ihm nicht gefallen, politische Aktivisten werden gefangen genommen oder am besten direkt erschossen. Das macht die Polizei gerade auf der Straße. Und am Ende soll es dann so weit kommen, dass sollte es Neuwahlen geben, die Türkei, so stellt sich das Erdogan offensichtlich vor, mit einem neuen Nationalgefühl, mit der Feindschaft und mit dem Hass gegenüber Kurden und türkischen Linken, wieder das Land vereint und er wieder allein regierend ist. Und wie wird das Vorgehen der Regierung in der türkischen Gesellschaft wahrgenommen? Die faschistische MHP hat das Vorgehen bereits begrüßt und sich als etwaiger Koalitionspartner einer möglichen neuen Kriegsregierung angeboten. Gibt es denn auch Solidarität mit den Kurden und Kurdinnen innerhalb der Türkei bzw. innerhalb der türkischen Linken? Die gibt es auf jeden Fall. Das hat sich ja, wie eben erwähnt, schon bei den Wahlen gezeigt. Die 13%, das sind nicht nur Kurdinnen und Kurden. Und die HDP ist schon lange keine pro-kurdische Partei. Das wird auch immer in deutschen Medien so gesagt und die HDP wird auch immer so dargestellt. Aber die HDP ist eine Türkei-Partei, das sagt sie ausdrücklich. Das sagt auch Selahattin Demirtas, der Co-Vorsitzende der Partei, dass die HDP versucht, alle unterdrückten Völker in der Türkei zu vertreten. Und das führt natürlich dazu, dass sich ganz viele Menschen mit der HDP solidarisieren. Nur ist es so, dass in der Türkei seit Tagen und immer wenn so etwas anfängt, eine Zensur stattfindet, eine sehr breit angelegte Zensur gegen alle kurdischen Mediensender, Agenturen und Presseleute, Zeitungen und natürlich auch gegen alle Oppositionellen und auch gegen alle linken Progressiven. Das heißt, die Atmosphäre in der Türkei wird maßgeblich von den AKP-Medien sozusagen aufgebaut, dargestellt. Und das ist eine Atmosphäre, die Angst und Schrecken darstellt, die sagt, okay, wenn ihr euch nicht für die AKP entscheidet, dann gibt es Krieg. Das sind die Kurden, das sind die Bösen, das ist die PKK, das sind die Terroristen. Auf Seiten der Parteien ist es so, dass die MHP zum Beispiel mit Devlet Bahçeli noch am Wahlabend gesagt hat, wir werden auf keinen Fall eine Koalition mit Erdogan eingehen, wir werden das nicht machen, mit der AKP auf keinen Fall. Und nun sind sie die Ersten, die da mitmachen, weil das ja natürlich genau ihren Wünschen und Zielen entspricht. Sie haben sofort gefordert, dass die HDP geschlossen wird, dass die Politikerinnen und Politiker, allen voran Demirtas und Yüksekdag, das sind die Vorsitzenden, verhaftet werden.
Und das erfreut die MHP. Was die JHP, also CHP betrifft, da wird es interessant. Denn die CHP schaukelt noch so hin und her und denkt an Koalition mit der AKP. Und sie hat auch vorher immer wieder, wenn man es hart ausdrückt, die linke Sache, die kurdische Sache immer wieder hintergangen, kann man sagen, wenn man es hart formulieren möchte. Bei den Präsidentschaftswahlen zum Beispiel haben sie zusammen mit der MHP einen Kandidaten gestellt. Und jetzt kommt es eigentlich darauf an, dass diejenigen Fraktionen in der CHP den Ton angeben und sagen, wir möchten den Kampf der HDP, der demokratischen Kräfte in der Türkei unterstützen. Und das ist auch das Projekt der HDP. Das Projekt der HDP und auch der PKK ist eigentlich eine Demokratisierung der Türkei, weil anders kann auch gar kein Leben kein friedliches Leben zwischen Kurden und Türken und anderen Völkern stattfinden. Wie hat die Weltgemeinschaft, wie hat die NATO und insbesondere Deutschland das Vorgehen ihres Mitgliedlandes Türkei aufgenommen? Wie wird der Fakt bewertet, dass neben dem IS auch kurdische Stellungen bombardiert und angegriffen werden? Die gesamte Weltöffentlichkeit hat ja Mitte des letzten Jahres bis Ende des letzten Jahres, vor allem im Oktober herum, gesehen, was für einen Kampf die PKK, YPG und YPJ geleistet haben gegen den IS. Das bedeutet für die NATO-Länder, das bedeutet für Europa und die USA, dass Lippenbekenntnisse das Mindeste sind, was sie machen müssen. Sie haben auch von der Leyen zum Beispiel in den Nachrichten gesehen, die immer wieder gesagt hat, ermahnt hat, der Friedensprozess muss weitergehen, der ist ja jetzt beendet, das ist offiziell beendet. Durch AKP wurde er beendet, durch die Angriffe wurde er faktisch beendet und dass eine Verhältnismäßigkeit herrschen soll. Das waren die Worte von der Leyen, sehr verhalten, sehr zurückhaltend. Und insgesamt auch die NATO-Staaten und auch nach der Sitzung, die einberufen wurde, verhaltene Reaktionen, weil die NATO-Länder und auch die USA sich denken, okay, Erdogan greift jetzt den IS an, das ist sehr wichtig, er ist ein geopolitisch sehr wichtiges Land, wir können nicht so viel Druck aufbauen, wir müssen auf die Türkei ziehen. Aber da sage ich, wird die Türkei in ihrer Rolle gegen den IS maßlos überschätzt, weil sie auch gar nicht den IS angreift, weil sie ganz andere Ziele verfolgt, die eigentlich offensichtlich sind. Und sie, die Weltöffentlichkeit oder auch die Politikerinnen und Politiker allen voran, setzen auf die falsche Karte. Wenn sie möchten, dass der IS dort bekämpft wird, effektiv bekämpft wird und auch tatsächlich bekämpft wird, dann sind es die kurdischen Kräfte. Dann sind es YPG, YPJ und die PKK, die das machen.